Also, Liliana, sollte ich mich von nun an verbeugen, wenn ihr den Raum betretet? Bis zur Zeremonie ist es noch eine Weile hin. Es wird merkwürdig sein, euch zu sehen und dabei zu denken, oh, da ist die göttliche Victoria. Dann lasst uns Augenblicke wie diesen genießen, solange wir noch können. Als Kollegen. Oder als Freunde. Na, was ist das denn? Ein Bruch der Etikette? Der Erbauer bewahre, nicht doch. Inquisitor. Je gefragt, was hinter den Rändern der Karte liegt? Jenseits der Meere? Nein. Ich denke, wir haben mit den Problemen auf diesem Kontinent fürs Erste schon genug zu tun. Ja, natürlich, aber... Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Darf ich euch Professor Bram Kendrick vorstellen? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, euer Gnaden. Professor Kendrick unterrichtet an der Universität von Orlais. Ich ließ mich aus Starkhaven dorthin versetzen. Als ich dann in Valroajo war, habe ich etwas absolut Unglaubliches entdeckt. Nach 800 Jahren können wir jetzt womöglich endlich herausfinden, wo die Ruhestätte des letzten Inquisitors liegt. Den Büchern zufolge war Inquisitor Ameridan ein Drachenjäger, der während seiner letzten Expedition verschwand. Ja, exakt. Wie ich sehe, habt ihr Littrecs Vorläufer der Kirche gelesen. Inquisitor Ameridan trat zurück, kurz bevor die Sucher der Wahrheit durch das Abkommen von Nevarra in die Kirche eingegliedert wurden. Er jagte Dämonen, Drachen und gefährliche Abtrünnige noch bevor die Templer überhaupt existierten. Ich finde Geschichte ja faszinierend. Vor allem, wenn sie uns hilft, die Ausrüstung eines berühmten Dämonenjägers aufzuspüren. Speerin Harding, eure Erwähnung seiner Ausrüstung hat mich überzeugt. Ich dachte mir schon, dass euch das gefällt. Eure Späher haben in der Gegend einige Artefakte gesammelt. Sie könnten hilfreich sein, um herauszufinden, was Inquisitor Ameridan vorhat. Ich habe ebenfalls Neuigkeiten. Wir sind im Norden auf feindselige Avar gestoßen. Sie nennen sich Hakons Fänge. Außerdem gibt es noch einen Stamm der Avar im Osten. Im Gegensatz zu Hakons Fängen sind sie uns bislang freundlich begegnet. Wer sind Hakons Fänge? Sie sind feindselige Avar, die jeden Späher oder Forscher der Inquisition angreifen, der in ihre Nähe kommt. Wir haben Soldaten als Schutz entsendet, aber die Hakoniten sind gerissen und erbarmungslos. Außerdem kennen sie die Senke besser als wir. Ich fürchte, unsere Leute werden nicht lange standhalten können. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein wenig plaudern. Jederzeit, Inquisitor. Habt ihr Kenrick schon näher kennengelernt? Ein bisschen. Er ist ziemlich nett, nicht wahr? Und klug. Er liebt seine Bücher. Einmal habe ich Hallo zu ihm gesagt, als er gerade in einen seiner riesigen Wälzer vertieft war. Er hat gekreischt wie ein kleines Mädchen. Jetzt kann ich gar nicht mehr damit aufhören. Es ist einfach zu lustig. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Seid vorsichtig da draußen.
Lady Späherin Harding hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte gebaut. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die Richtige für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind. Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Schnallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Ihr sagtet, einige der Stücke seien dem Reich von Tevinter zuzuordnen? So ist es. Obwohl man derart weit im Süden nur selten auf teventerische Ruinen stößt, hatte das Reich hier einst eine Art Außenposten. Er wurde möglicherweise als Ritualstätte errichtet. Ich wüsste nämlich nicht, welchen militärischen Nutzen er gehabt haben könnte. Jedenfalls hat das unsere Nachforschungen ein wenig erschwert, aber das habe ich einkalkuliert. Bis zu den Schnallen konnte ich euch noch folgen. Ihr denkt vielleicht, eine Schnalle sei eine Schnalle. Doch seit sich die Leute Waffen umgürten, haben sie stets etwas hinzugefügt. Eines der Stücke hier ist mit einer Drachengravur versehen. In Verbindung mit den Legierungen der verwendeten Metalle weist das eindeutig auf Tevinter hin. Ganz anders dieses hier. Hier wird ein Verschluss verwendet, der erst zu Beginn des Reichs von Orléans erfunden wurde. Ihr seht also, die historische Forschung ist ein Feld, das den Gürtel der Erkenntnis niemals zu eng schnallt. Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Späher haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Und noch etwas. Colette, eine meiner Forschungsgehilfinnen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen.
angenehm freundlichere Avar leben. Vielleicht können Sie ja ein wenig Licht in die Sache bringen.
treffen selbst mitten im Nirgendwo noch auf Fanatiker. Was haben wir doch für ein Glück. Wisst ihr, Sucherin, für jemanden mit eurem Taktgefühl und Charisma habt ihr eine ziemlich gute Inquisition auf die Beine gestellt. Ich gehe zu euren Gunsten mal davon aus, dass ihr sie nicht alle mit Gewalt hergeschleift habt. Wie nett von euch. Man kann schließlich nie wissen. Könnte ja sein, dass ihr Rüschchen entführt habt und sie nur zu höflich ist, um etwas zu sagen. Liliana hat Josephine rekrutiert. Sie sind befreundet. Na, dann gibt es ja eine rationale Erklärung. Ich dachte schon, ihr habt eine gespaltene Persönlichkeit.
Endlich habe ich einen Ort gefunden, den ich noch mehr hasse als Höhlen. Das ist doch schon mal was. Was ist das für ein Tumult? Eure Kletterer wirken erschöpft, Thane Sonnenhaar. Hattet ihr kein Glück auf der Jagd? Und wie geht es eigentlich eurem Stammestier? Wir jagen so erfolgreich wie eh und je, Thane Haros. Unter dem Schild von Harkons Fängen werdet ihr sicher. Hask Fischerson hat unter den Augen der Herren des Himmels den Sieg errungen. Harf, ihr schuldet Hask 4 wieder, nicht 3. Ha! Bei Tyrdas Arsch! Möge der Wind eure Flüche zur Herren des Himmels tragen und sorgt dafür, dass die Widder beim nächsten Sonnenaufgang übergeben wurden. Nun denn, mögen eure Leute ebenso stark sein wie euer Stammestier. Wir haben von eurer Ankunft gehört, Flachländer. Kommt an mein Feuer. Dort können wir uns unterhalten. Inquisitor, ich bin Svara Sonnenhaar, Zeihin des Steinbärenstamms. Ihr genießt hier Gastfreundschaft. Nur wenige unseres Volkes haben je eine Kunari gesehen. Es ist angenehm, in einer Unterhaltung mit euch nicht nach unten blicken zu müssen. Aber ihr und eure Leute seid weit von der Sicherheit der Flachlande entfernt. Wir sind nicht hier, um eurem Volk Probleme zu bereiten, Thane.
Wir haben erfahren, dass der letzte Inquisitor vor hunderten von Jahren hier den Tod gefunden haben könnte. Wir suchen seine sterblichen Überreste. Den Toten Frieden zu schenken, ist ein hehres Ziel. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Harkons Fänge hingegen werden euch bedauerlicherweise nicht derart herzlich willkommen heißen. Ihren Thane, Gurt Harofsen, habt ihr ja schon kennengelernt. Und ich wette, ihr habt in der Wildnis auch bereits die Klingen mit ihnen gekreuzt. Wenn ihr vorhabt, an diesem Ort nach den Überresten eures Inquisitors zu suchen, werden sie es euch mit Blut vergelten wollen. Als ich hier ankam, wurde gerade eine Art Kletterwettkampf ausgetragen. Was genau war das? Die Prüfung der Herren. Wir nutzen sie, um Streitigkeiten zu regeln, wenn nicht klar ist, wer im Recht ist. Es gibt auch noch andere. In der Prüfung des Bergvaters wird mit Worten gekämpft, während die Kontrahenten von ihren Unterstützern in die Höhe gestemmt werden. Und Harkons Prüfung ist ein Kampf mit stumpfen Waffen. Ich schätze, es gibt schlechtere Arten, derartige Angelegenheiten zu klären. In den meisten Fällen sind die Gesetze eindeutig. Die Prüfungen sind nur für echte Streitfälle gedacht. Wer würdig ist, entscheiden die Götter. Aber als Thane kann ich Ihnen dabei helfen. Ich lege fest, durch welche Prüfung der Streit beigelegt wird. Darüber hinaus könnte ich einen Krieger, dessen Forderung töricht ist, auffordern, mit einem Sack voller Steine auf dem Rücken zu klettern. Wie seid ihr zu dem Namen Sonnenhaar gekommen? Ich wurde als Svara Jane Stotton geboren. Und mein Legendenname? Ich habe einmal eine Schlacht mit brennendem Haar geschlagen. Ihr habt euer Haar in Brand gesteckt? Ein feindlicher Bogenschütze hat mein Haar in Brand gesteckt. Ich kämpfte Schild an Schild mit einem Gegner und hatte keine Zeit, es zu löschen. Es hat meinen Feinden Angst gemacht. Und mein Haar war lang genug geflochten, dass ich es mir leisten konnte. Es hat allerdings schlimmer gestunken als Ziegenscheiße. Ich wüsste gerne mehr über den Steinbärenstamm. Wir sind nicht der größte Stamm, aber unsere Krieger sind stark und unsere Sänger hübsch. Ach, Worte sind etwas für Prahlereien am Feuer. Ihr solltet euch das alles lieber selbst ansehen. Könnt ihr mir mehr über Harkons Fänge erzählen? Sie sind nicht der erste Stamm, der für sich diesen Namen gewählt hat. Und sie alle waren Narren. Was möchtet ihr über sie wissen? Wie kommt es, dass Harkons Fänge derart erzürnt sind? Woran glauben sie? Ein weiser Mann ehrt jeden Gott um dessen Stärken willen. Björn Rotbart für die Fischerei, Rilla vom Feuer für die Zeugung. Die Harkoniten allerdings wenden sich nur Harkon Winteratem zu, dem Gott des Krieges und des Winters. Es ist nichts Böses an Harkon. Es gibt Zeiten, in denen man kämpfen muss. Aber Harkons Fänge interessieren sich für nichts anderes. Sie plündern und sie kämpfen. Irgendwann sterben sie und ihre Geschichten werden vergessen. Das ist der Lauf der Dinge. Was könnt ihr mir über diejenigen erzählen, die sich heute Harkons Fänge nennen? Sie kamen vor einigen Jahren hierher, nachdem ihnen die Verderbnis ihr Zuhause genommen hatte. Es gab genug Land für uns beide, also empfingen wir sie in Freundschaft. Wir haben ihren Zorn nicht gesehen. Gurt Harofsen hatte zu viele seines Stammes an die dunkle Brut verloren. Er dachte an nichts anderes mehr als an Schlachten und Kriege. Begangenes Unrecht zu rächen ist etwas Gutes. Aber nur ein Narr steckt dafür die ganze Welt in Brand. Ihr sagtet, es hätte schon früher Gruppen gegeben, die sich Harkons Fänge nannten. Ja, vor vielen Zeitaltern. Alles, woran sie dachten, war Schlachtenruhm. Sie griffen die Flachländer an. Eure Völker schlugen zurück und vernichteten sie. Sie waren Narren. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch Acht. Seid gegrüßt, Fremde!
willkommen, Inquisitor. Ich fürchte nur, für viel mehr als eine Begrüßung fehlt mir die Zeit. Ich muss diese Seelen für ihre große Reise vorbereiten. Insbesondere jene, die ohne die gebührende Ehrerbietung aufbrechen. Ihr Weg ist nicht selten der schwerste. Ich bin mit den Bestattungen bei den Avar nicht vertraut. Darf ich euch fragen, was die angemessenen Riten beinhalten? Wenn die Zeit gekommen ist, wird uns eine Himmelsbestattung zuteil. In den meisten Fällen wird der Körper aufgebahrt und Gebete werden gesprochen. Wenn die Vögel kommen, tragen sie die Seele zur Herrin des Himmels. Der Körper wird nicht länger benötigt und vergeht. In den meisten Fällen? Was meint ihr damit? Einige Seelen, wie Kaldans, sind dazu ausersehen, zurückzukehren. Der Augur deutet die Zeichen schon bei der Geburt. Es ist eine seltene Ehre. Um die Rückkehr zu ermöglichen, wird Kors dem Bergvater eine Opfergabe dargebracht, die unter dem Körper vergraben wird. So bleibt ein Teil der Seele zurück und gestattet es dem Rest, in diese Welt zurückzukehren und neu geboren zu werden. Gibt es jemanden, dem die angemessenen Riten nicht zuteil werden? Kaldan Enversen ist einer der wenigen, deren Seele zurückkehren könnte. Ein Blutsverwandter bringt dem Jagdmeister eine Opfergabe, die dieser vorbereitet. Zumindest sollte es so sein. Kaldans Sohn Finn hat diese Pflicht nicht erfüllt. Allerdings gäbe es da ja noch euch. Mich? Ihr seid Gast unseres Stammes. Ein Geschenk von euch kann nicht abgelehnt werden. Selbst wenn es eine Opfergabe für Kaldan ist. Ich kann niemandem vorschreiben, welche Art ein Geschenk zu sein hat. Aber wenn euch meine Anregung zusagt, sprecht mit dem Jagdmeister. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen.
ihr seid diejenige, die in den Flachlanden in aller Munde ist, nicht wahr? Der Herold Andrastes. Viele nennen mich so, ja. Hält's dem Rolfsen. Ich handle außerhalb des Stammes mit unseren Waren. Ihr werdet diesseits der Berge keine besseren finden. Ihr habt also Reisen abseits des Steinbärenstammes unternommen? Korth, der Bergvater, versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht alles selbst herstellen können. Also handle ich in den Flachlanden mit unseren Waren. Der alte Händler hat mich lesen, schreiben und die Verhaltensweisen in euren Städten gelehrt. An welche Orte hat euch der Handel schon geführt? Nach Denerim und Südhang in Ferelden, nach Leeds und Verchiel in Orlais. Und wenn die Pässe frei sind, bringe ich unsere Waren sogar direkt nach Val-Royau. Aber ihr müsst doch sicherlich nicht bis nach Val-Royau reisen, um einen guten Preis für eure Waren zu erzielen. Ja, das ist wahr, aber habt ihr die Stadt gesehen? Mein Herz gehört dem Stamm. Aber ich werde niemals vergessen, wie es aussieht, wenn das Licht auf die Sonnentore fällt. Ja, es ist eine der schönsten Städte der Welt. Alle hier halten mich für verrückt, wenn ich von Orlais erzähle. Sie glauben, ich denke mir das alles nur aus. Als könnte ich diese Brunnen und Paläste erfinden. Und erst diese luftigen, kleinen Törtchen. Die meisten unseres Stammes bezeichnen jede Stadt außerhalb der Berge als hochmütig oder als Flachländer-Irrsinn. Lebt wohl. Bis zum nächsten Mal. Und so trifft sie ein. Hört auf zu drängen. Seht, Würdige. Die Frau, die wie Feuer brennt und die Luft heilt. Was ist das? Sie sind nicht gefährlich, denke ich. Ich bin der Augur des Steinbärenstammes. Ich grüße euch, ebenso wie unsere Götter und die Götter unserer Ahnen. Sehr schön, das wäre erledigt. Bitte, seid mir willkommen. Ich brenne auf Neuigkeiten aus dem Norden. Habt ihr mich gerade Geistern vorgestellt? Die Götter des Stammes wollten euch unbedingt sehen. Ich gehorchte, denn ich bin ihre Stimme und ihr Augur. Außerdem hätten sie mich monatelang heimgesucht, wenn ich euch ihnen nicht vorgestellt hätte. Als ihr sagtet, ich brenne wie Feuer, was habt ihr damit gemeint? Wie denkt ihr, sehen euch die Götter des Nichts? Für jene auf der anderen Seite des Schleiers brennt eure Hand wie das nächtliche Feuer einer Wache. Soll das heißen, dass jeder Geist im Nichts weiß, wo ich bin? Sehen können euch nur diejenigen in eurer Nähe. Allerdings verbreiten sich Gedanken schnell unter den Göttern. Sie berichten mir seltsame Dinge, dass ihr die Wasser der Zeit aufgewühlt habt, dort, wo die Klippen rot sind, und wieder zurückgekehrt seid. Und was sind diese flüsternden Stimmen, die euch umgeben? Sie sind mehr als Geister und auch weniger. Sie singen von altem Leid. Ihr könnt die Quelle der Trauer hören? Das Echo eines Echos. Ich habe das letzte Flüstern längst vergangener Elfenlieder im Nichts gehört. Was ihr in euch tragt, ist älter. Ich würde euch gerne etwas fragen. Wozu? Fragt. Sehe ich es richtig, dass Augur ein anderes Wort für Magier ist? Ich bin ein Magier. Und doch sind nicht alle Magier Auguren. Ich stehe anderen Magiern mit meinem Rat zur Seite. Ebenso wie der Thane. Der Augur wiederum erhält Ratschläge von den Göttern und teilt sie mit dem Stamm. Ich tue uns ihren Willen kund und ihnen den unseren. Ihr seid also so etwas wie ein Botschafter der hiesigen Geister? Sie beschützen den Stamm. Sie helfen uns, Geister zu vertreiben, die durch Zorn oder Schwermut verdorben wurden. Die Götter sind Teil unseres Lebens. Missachten wir ihre Geschenke oder bringen ihnen keine Opfer dar, schwächt das uns alle.
Ich habe genug gehört, um mir bewusst zu sein, dass ihr, wenn ihr Götter sagt, eigentlich Geister meint. Aber warum betet ihr sie an? Wir bringen ihnen Opfer dar. Wir beten nicht wie die Flachländer einen Schöpfer an, von dem sie denken, er würde sämtliche Zeitalter überdauern. Denkt ihr tatsächlich, dass sie göttliche Wesen sind? Irgendetwas, das über Magie hinausgeht? Die Geister wachten schon über uns, noch bevor wir aus dem Norden kamen. Sie entwickelten sich zu unseren Göttern. Wir entwickelten unsere Liebe zu ihnen. Ihr geheimes Geschenk an uns ist folgendes, Inquisitor. Sie spiegeln uns wieder wie Wasser den Himmel. Sie zeigen uns, was wir sein wollen. Diese Vorstellung gibt uns Kraft. Und dafür danken wir den Göttern. Ich sollte mich verabschieden. Dann auf ein anderes. Inquisitor, euer Besuch ehrt mich. Ich bin Finn Kaldansen. Verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe, um euch angemessen zu begrüßen. Wie wurdet ihr verletzt? Vor ein paar Monaten zog ein Sturm auf. Der schlimmste, den wir seit langem gesehen hatten. Ich habe geholfen, die Fischerboote sicher zu vertollen. Einer wäre beinahe hineingestürzt. Ich hielt ihn, wurde aber selbst von der Strömung mitgerissen. Mein Bein wurde an den Felsen zerschmettert. Es ist noch nicht wieder richtig verheilt. Ich weiß von der Bestattung eures Vaters und der Opfergabe. Ich habe es versucht. Ich habe mich aus diesem verfluchten Bett geschleppt, aber die Schmerzen... Ich brach zusammen. Der Jagdmeister fand mich und brachte mich zurück. Er sagte, wir bräuchten nicht noch einen Toten. Würde euer Vater dem nicht zustimmen, wenn er noch hier wäre? Er wird nicht mehr lange mein Vater sein, aber... Ja, er würde dem zustimmen. Was meint ihr damit? Ich kann die Opfergabe nicht darbringen. Sobald die Himmelsbestattung abgeschlossen ist, verliere ich das Recht, den Namen meines Vaters zu tragen. Ob er nun mein Vater ist oder nicht, ich liebe ihn. Seine Seele darf nicht von der Welt getrennt werden, wenn sie doch eigentlich zurückkehren sollte. Wenn ihr die Opfergabe als Geschenk darbringen könntet, würde ich euch das niemals vergessen. Ihr solltet euch ausruhen. Die Herrin möge euch schützen. Hab ich dir nicht gesagt?
Flachländer aus dem Norden. Warum ziehen die sich so an? Inquisitor, braucht ihr die Hilfe eines Jägers oder spaziert ihr einfach nur ein bisschen herum? Ich schätze, ihr Flachländer bekommt nicht sonderlich viele Stämme zu sehen. Aber ich kann euch sagen, es gibt keinen besseren. Ich nehme an, ihr selbst geht auch auf die Jagd? Selbstverständlich. Wer behauptet hier etwas anderes? Niemand. Ich führe unsere Jagden an, Inquisitor. Mein Bein schmerzt, mein eines Auge ist im Dunkeln blind und trotzdem bringe ich mehr Fleisch nach Hause als jeder andere Angehörige des Stammes. Ob ich jage, Ziegen pisse. Bitte entschuldigt. Ich war einfach nur neugierig. Ich schätze, ihr Flachländer könnt wohl nichts für eure Manieren. Ich habe mit der Frau gesprochen, die die Körper für die Bestattung vorbereitet. Sie meinte, ich könnte eine Opfergabe darbringen. Für Kaldan. Wie kommt sie nur? Ah, als Geschenk. Was für eine durchtriebene Frau. In diesem Fall nehme ich eine Opfergabe an aus der Hand, die sie mir übergibt. Die Opfergabe wird traditionell Korth dargebracht und muss ein Geschöpf sein, das Götterreich berührt. Ich zeige euch, wo welche gesehen wurden. Es wäre ein beispielloses Geschenk, Flachländerin. Trotzdem bedauere ich Kaldans Sohn. Er wird den Namen seines Vaters verlieren. Auf bald. Gebt auf euch Acht! Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte gerade die hässlichste Avar-Statue der Welt gesehen, taucht eine neue auf, die sie noch übertrifft. Also, seid ihr hier, um eure Fähigkeiten auf die Probe zu stellen? Was meint ihr damit? Unsere Krieger wollen sich mit euch messen, Inquisitor. Bringt uns eine Opfergabe und wir lassen euch in Hakons Prüfungen kämpfen. Der Steinbärenstamm wüsste gern, ob euch die Geister gewogen sind, genau wie ich. Wieso betet ihr zu Hakon, wenn euch seine Fanatiker doch derartige Schwierigkeiten bereiten? Hakon Winteratem könnte uns durch diese Fanatiker auf die Probe stellen. Er kann ein grausamer Gott sein, Flachländerin. Er wird seine Gunst dem Sieger schenken und keinem anderen. Stärke zu Stärke. Sollten Hakons Fänge versuchen, uns anzugreifen, werden wir ihre Überreste an die Bären verfüttern. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Dieser Held Tim. Entweder er erfindet irgendwelche wilden Geschichten oder er hat die Nase in einem ornithianischen.
Dort drüben. Wir müssen etwas unternehmen. Inquisitor, ich kann noch immer kaum atmen, aber zumindest wurde ich nicht in Stücke gerissen. Dafür danke ich euch. Ich bin Colette, Professor Kenricks Forschungsgehilfin. Ich hatte gehofft, eine Tevinter-Ruine in den Hügeln studieren zu können. Allerdings habe ich womöglich nicht die allerbeste Route gewählt. Ihr seid Kenricks Forschungsgehilfin? Dann studiert ihr also an der Universität von Orlais? Ja, wieso? Orlesianische Institutionen stehen Elfen nicht immer sonderlich aufgeschlossen gegenüber. Oh, die Seitenblicke und das unverhohlene Geflüster sorgen schon dafür, dass ich das nicht vergesse. Die Universität nimmt jeden auf, der des Studiums würdig ist. Allerdings sind unter den Studenten tatsächlich nur wenige Elfen. Wie gefällt es euch dort? Es ist nicht leicht, aber es ist das, was ich will. Und ich arbeite gerne für Professor Kenrick. Elfische Forschungsgehilfen sind... Nun, was Veröffentlichung angeht, sind ihre Beiträge häufig nicht bedeutend genug für eine namentliche Nennung. Aber Kenrick fördert Leute, die etwas lernen wollen. Wenn unsere Forschungen veröffentlicht werden, weiß ich, dass auch mein Name genannt werden wird. Gebt auf euch Acht. Das werde ich.